Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Schnellere Manifestation. Der Andromedanische Rat des Lichts, gechannelt durch Daniel Scranton am 22. März 2024. Übersetzt von Wolfgang. Wir sind der Andromedanische Rat des Lichts und wir freuen uns, mit euch in Verbindung zu treten. Dies ist eine glorreiche Zeit für die Menschheit, denn ihr habt Zugang zu so vielem. So viele Menschen haben so viel nicht-physisches Bewusstsein angezapft, dass ihr mehr Lehren zur Verfügung habt. Ihr habt mehr Werkzeuge, mehr Tricks und mehr Techniken, die ihr bei der Erschaffung eurer Realität einsetzen könnt. Nun gibt es eine Schlüsselkomponente, über die nicht alle nicht-physischen Lehrer sprechen und die wir hier ansprechen möchten. Wenn ihr die Eigenschaft der Geduld an den Tag legt, lasst ihr in diesem Moment eure Anhaftung an das los, was ihr erschaffen und erleben wollt. Und deshalb wird Geduld dazu führen, dass das, was ihr erleben wollt, schneller zu euch kommt. Ihr könnt auch gleichzeitig eifrig, aufgeregt und geduldig sein. Und wenn ihr die Vorfreude und die Begeisterung hinzufügt, beschleunigt ihr auch die Manifestation in eurer Realität. Aber Geduld ist der Schlüssel, denn wenn ihr Geduld habt, ist das so, als würdet ihr dem Universum sagen, ich vertraue darauf, dass es kommt und ich akzeptiere das perfekte Timing dafür. Wenn ihr nicht so viel Geduld habt, wie es nötig ist, dann kommen euch Zweifel und ihr macht euch Sorgen, ob ihr die richtige Technik zur Manifestation angewendet habt. Vielleicht fragt ihr euch auch, ob ihr irgendwelche Blockaden oder ein schlechtes Karma habt, das euch daran hindert, es zu bekommen. Jeder Zweifel und jede Sorge verlangsamen den Manifestationsprozess. Zwei andere Zustände des Seins beschleunigen ihn für euch. Der eine ist die Liebe und die Liebe beschleunigt den Manifestationsprozess, weil Liebe euer natürlicher Zustand ist. Sie ist unser natürlicher Zustand. Freude ist der andere Zustand, der euch dabei helfen wird, eure Wünsche schneller zu verwirklichen. Wenn ihr Freude empfindet, sagt ihr dem Universum, ich habe alles, was ich jetzt brauche, um ganz und gar ich selbst zu sein. Und diese Energie ist die Fülle. Diese Energie steht im Einklang mit der Fülle. Und was ihr manifestieren wollt, ist eine Fülle eurer gewünschten Realität. Ihr wollt das manifestieren, was in eurer gewünschten Realität ist. Ihr bittet also das Universum um mehr, und wenn ihr mit der Schwingung der Fülle übereinstimmt, bekommt ihr mehr. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass das, was ihr manifestieren wollt, noch nicht da ist, befindet ihr euch in der Schwingung des Mangels und werdet infolgedessen mehr Mangel erleben. Ihr bekommt, worauf ihr euch konzentriert. Ihr habt diesen Spruch sicherlich schon einmal gehört, denn er ist wirklich wahr. Es ist eine Wahrheit mit einem großen W in unserem Universum. Wir laden euch ein, euch über das Wissen zu freuen, dass ihr eure Realität zu jeder Zeit manifestiert. Wir laden euch ein, euch über das Wissen zu freuen, dass ihr alles, was ihr euch jemals gewünscht habt, bereits habt. Wir laden euch ein, die Erfahrung zu machen, dass ihr eins seid mit euren gewünschten Manifestationen. Wir wollen, dass ihr euch ganz und vollständig fühlt, so wie ihr seid. Und diese Manifestationen, die ihr euch wünscht, lassen euch nicht ganz und vollständig fühlen.
Vielmehr spiegeln sie euch die Ganzheit und Vollkommenheit eurer Natur, eurer wahren Natur wider. Deshalb wünschen wir uns für euch, was ihr euch wünscht, denn wir wissen, dass ihr es bekommen werdet, wenn ihr mehr zu eurem ganzen natürlichen Selbst werdet. Und wir wissen, dass wir zu den Lehren, die ihr erhalten habt, beitragen können, indem wir euch so oft wie möglich an diese Wahrheiten erinnern. Wir sind der Andromedanische Rat des Lichts, und es war uns eine Freude, euch auf diese Weise zu dienen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.